Kommen wir nun zu unserem anderen Thema, weswegen wir auch geschrieben hatten und wo wir auch gesagt hatten, hey, lass uns da mal einen neuen Talk machen. Tobias Huch hat ausgeteilt, zum einen gegen dich und zwar mit Copyright-Strikes und so lustigen Sachen und zum anderen gegen das BSW. Ich glaube, du kannst erst mal erzählen, was ist denn bei dir so passiert? Oh, da ist ja einiges passiert. Wir haben ja schon im ersten Talk über diese Strikes gesprochen. Mittlerweile dehnt sich das ja in Abmahnungen und Klagen aus. Vielleicht mal zum Roundup. Eine Streamerin aus Rheinland-Pfalz, Melanie, hat Tobias Huch meine persönlichen Daten übermittelt. Und so war es ihm jetzt endlich möglich, mich abzumahnen. Weil er hatte meine Daten nicht. Und so kommt es dann, dass wir jetzt mittlerweile bei Abmahnung 5 angelangt sind und wir haben jetzt zwei Gerichtstermine hinter uns gebracht und dieses Jahr mindestens noch einen und wahrscheinlich nächstes Jahr noch einen. Also Und da geht es worum ging es ordentlich dann rund. konkret? Ja, er versucht mir halt zu schaden. Finanziell zu schaden, weil nehmen wir mal an, ich wäre jetzt wirklich ein ganz schlimmer Vogel und hätte ganz viele böse Dinge über ihn erzählt. Dann würdest du das in eine Abmahnung reinschreiben, du würdest das in eine Klage reinschreiben, in einem Ding abfrühstücken und dann ist das Thema durch. Er ist jetzt hingegangen und hat gedacht, gucken wir doch mal, hat sich alles wahrscheinlich, das ist jetzt meine Vermutung aus meiner Gedankenwelt, beiseite aufgeschrieben, hat geguckt, was für ihn lohnenswert ist und hat jetzt statt 30 Dinge in einer Abmahnung, in einer Klage zu machen, immer nur tröpfchenweise. Das heißt, ein Satz da abgemahnt, ein Satz da abgemahnt, ein angebliches Urheberrecht da abgemahnt und ein Satz da abgemahnt. Und für jede verschissene Abmahnung und für jede Klage zahle ich bares Geld. Das ist auch das Ziel. Es ist einfach das Ziel, finanziell größtmöglichen Schaden anzurichten. Und das ist halt in Deutschland, Slap, noch nicht verboten. Noch nicht. Also das ist legal, was Tobias Huch da macht. Es ist eine Grauzone. Also es gibt auch jetzt schon, ich nenne das jetzt mal Richtlinien vor Gericht, dass du zum Beispiel Prozessökonomie beachten musst. Das heißt, du kannst jetzt nicht, wenn du in Mainz wohnst, in Hamburg, Stuttgart, Köln, Frankfurt, München, Iserlohn, Ingolstadt und was weiß ich, Köln, vor Gericht ziehen. Und normalerweise ist es so, wenn du schon jetzt weißt, dass du 30 Dinge abmahnen möchtest, weil du gegen 30 Dinge rechtlich vorgehen möchtest, dann solltest du das tunlichst in ein oder zwei Abmahnungen packen und nicht in 30. Also da gibt es schon Richtlinien. Man muss es halt nur ordentlich machen und es muss halt beweisbar sein, dass es rechtsmissbräuchlich ist. Und genau an dem Punkt scheitert es im Moment noch, weil es noch zu wenig ist. Es sind erst 5 Abmahnungen und 4 Klagen. Also Aber es wirklich deutet sich schon deutlich an. Klagen im Sinne von, dass er dich angezeigt hat. Ja, Klage im Sinne von, dass er Klage bei Gericht eingereicht hat, zivilrechtlich. Ach so, also keine Anzeigen. Also er wirft mir keine Straftaten vor. Das hat er früher gemacht. Er hat ja früher gesagt, ich würde Verleumdungsstraftaten gegen ihn begehen, aber er hat mich nicht ein einziges Mal angezeigt. Also gebe ich darauf schon mal nichts. Pustekuchen. Und er hat sich halt überlegt, wie er möglichst viel psychischen Druck und finanziellen Schaden anrichten kann. Und das ist halt, wenn er eine Abmahnung nach der anderen nach Hause schickt. Das macht er ja nicht nur bei mir so. Wo macht das denn noch? Ja, ABK zum Beispiel hat er ja abgemahnt. Der ist ja komplett aus dem YouTube-Game raus. Tobias Huch ist ein Grund dafür, weil er ihn abgemahnt hat für gewisse Aussagen in Videos. Ich weiß leider nicht, wie das Verfahren per se abgelaufen ist. Aber er redet halt nicht mehr über ihn. Das sagt schon alles. In meinen Augen zumindest. Ja, vielleicht hat er sich zurückgezogen, hat irgendwas unterschrieben, dass er irgendwas unterlässt oder dass sie sich geeinigt haben, dass sie nicht miteinander reden, keine Ahnung. Und sowas Ähnliches will er halt von mir auch haben, aber ich habe mir ja nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist ja das. Das ist ja valide Kritik. Wenn ich ihn jetzt eine Stunde durchbeleidigen würde, hätte ich sogar Verständnis dafür. Aber das tue ich ja nicht. Deswegen, was für Dinge hat er denn Eigentlich nicht. konkret abgemahnt? Wir sind jetzt im November nochmal vor Gericht wegen Urheberrecht. Das wird auch sehr, sehr spannend, weil ich bin gespannt, wie das Gericht das sieht. Weil theoretisch habe ich ein Zitaterecht und wenn ich dann auf die Zitate eingehe, sollte das eigentlich kein Thema sein. Wenn ich jetzt so an große Kanäle wie KuchenTV denke,
Ich sehe jetzt nicht, dass der da 3 Millionen Quellen unter die Videos reinschreibt. Ja, also das muss man dann sehen, wie das Gericht das sieht. Andere Sachen, darüber kann ich ja schon sagen, weil wir da schon vor Gericht waren. Er wollte mir verbieten, dass ich sage, dass er eine gewisse Anzahl Fake-Accounts hat, zum Beispiel. Ja, wegen solcher Lappalien gehen wir vor Gericht. Und seine Community zahlt das. Hat er Fake-Accounts? Also wir haben vor Gericht 6 Accounts nachgewiesen. Ich habe aber eine andere Zahl genannt und das Gericht hat gesagt, da ich die reelle Zahl nicht nachgewiesen habe, kriegt er recht. So, die grundsätzliche Tatsache ist schon mal nicht falsch. Das ist ja witzig. Ja, also ich hätte jetzt gedacht, ich darf Stilmittel einsetzen wie Übertreibung oder weiß ich nicht, Maßlosigkeit, Satire, whatever. Nö, die Richterin sah das anders. Und dann ist es halt so, ja. Aber das sind halt Lappalien, wo man dann sagen könnte, ja gut, schluck ich runter, scheiß ich drauf. Das ist jetzt nichts, wo ich bei anderen Leuten, wenn die mir sagen, guck mal, der Wallace hat 30 Fake-Accounts, das wäre mir doch scheißegal. Da gehe ich doch nicht vor Gericht. Das ist ja clownesk, habe ich gestern gelernt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und dann sind so andere Sachen, so Kleinigkeiten. Ich habe Kommentare geherzt. Ja, die hätte ich mir dann grundlegend zu eigen gemacht. Das war Beate abgemahnt. Und so ein Blödsinn. Ist das nicht sogar deutsche Rechtsprechung? Wow. Also das ist ja, ich weiß, ich finde es auch absurd, dass man für ein Like jetzt in Haftung genommen werden kann. Aber das ist ja, glaube ich, sogar deutsche Rechtsprechung, dass du nicht nur für die Kommentare verantwortlich bist, die du dir wirklich zu eigen machst, also die du repostest oder irgendwie selber verfasst, sondern dass du auch für die verantwortlich bist, die du einfach nur likest. Es kommt auf den Tenor des Kommentars an, ne? Also wenn der Interpretationsspielraum offen lässt oder mehrere Dinge in dem Kommentar drin sind, dann müsste er nachweisen, welchen Teil davon ich meine. Einfach nur ein Herz sagt er jetzt nicht aus, dass ich komplett den Kommentar meine, sondern ich kann ja auch einen Teil des Kommentars gut finden, aber einen anderen Teil nicht. Und ich kann halt nicht ein Herz nach oben und ein Herz nach unten geben. Die technische Möglichkeit gibt mir YouTube halt nicht. Und die Konsequenz daraus wäre theoretisch gar nicht mehr zu herzen. Was ich ja auch aktuell tue, wenn es um ihn geht. Es sind halt Absurditäten. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, Herr Müller hat Kinder im Keller und macht da böse Sachen mit denen, würde ich das verstehen. Aber da sind wir meilenweit von entfernt. Also nicht nur Meilen, sondern, weiß ich nicht, bis zum Mond und zurück entfernt. Das ist einfach nur Slap in meinen Augen. Er will mich einfach dazu bringen, dass ich meinen Mund halte und ich tue es halt nicht. Ich mach's nicht. Und jetzt ist es halt so, es könnte sein, dass er den schon gewonnenen Gerichtsprozess verliert. Aber das kann ich nur nicht so großartig öffentlich machen, weil da wohl Fehler passiert sind, formelle Fehler und ja, dann kann man auch mal einen gewonnenen Prozess verlieren. Die Updates, die werden dann auf deinem Kanal folgen. Auf jeden Fall. Ich werde auch Videos über Alexander Boos machen. Ich lasse mir auch von dem irgendwie nicht so vor die Karre fahren. Der macht ja die Scheiße mit. Der könnte ja auch als Anwalt einfach sagen, jetzt reicht's auch mal irgendwann. Das ist langsam rechtsmissbräuchlich. Da müssen wir mal ein bisschen bremsen. Er hat ja jetzt auf YouTube die Rolle rückwärts vollzogen, was das Thema Schürke angeht. Und dafür kriegt er ja ordentlich Prügel von seiner Community. Und ja, ich glaube ihm das aber nicht. Ich habe ihn jetzt in Schriftsätzen gesehen, ich habe ihn vor Gericht gesehen, ich habe Dinge gesehen, die er in seiner anwaltlichen Tätigkeit macht. Das ist Show. In meiner Hinsicht. So wie er sich in den YouTube-Videos bewegt, das ist Show. Einfach nur Show. Hm. Und mehr darf ich leider nicht sagen, weil sonst kriege ich wahrscheinlich von ihm auch eine Abmahnung. Es ist Show, ganz ehrlich. Der ist in der Realität und in Schriftsätzen ganz anders. Wie ein Schauspieler. Sagt, ich habe jetzt nur den Namen gehört, ich kenne den überhaupt nicht. Also ich kann zu dem jetzt gar nichts sagen. Ja, der Huch hat vielleicht gedacht, er könnte mit Nick Sarafi agieren. Geht wohl aus irgendwelchen Gründen nicht. Und hat dann Boos genommen. Der ist vielleicht nicht so teuer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum er mit Alexander Boos geht. Weiß ich nicht. Aber da wird einiges kommen. Also ich habe das auch mit der Anwaltskanzlei abgesprochen, weil der Boos jemand ist, der gerne bei der Anwaltskanzlei rumweint. Der Marcellus Wallace hat mich im Video erwähnt. Ja und? Du bist ins YouTube-Game eingestiegen. Natürlich rede ich dann über dich.
So, und die Kanzlei hat gesagt, solange das die Wahrheit ist und alles belegbar ist, darf ich alles sagen, was ich will. Ich darf auch über jeden Prozess reden. Ich darf auch zeigen, was geschrieben worden ist. Ich darf zitieren. Ich kann die Schriftstücke öffentlich machen. Und dann werden wir mal gucken, wie Herr Boos sich da benimmt und was er dazu sagt. Bin mal sehr gespannt. Hast du eigentlich schon finanzielle Probleme bekommen wegen diesen ganzen Klagen? Ja, Gerichte sind halt teuer, ne? Und meine Anwaltskanzlei ist ja kein Geheimnis, hat Tobias Huch ja öffentlich gemacht. Ist ja WBS Legal. Und die arbeiten halt auch nicht umsonst, ne? Also kostet halt auch ein bisschen Geld. Und ich frage mich dann immer, wenn Tobias Huch sagt, ja, er nimmt im Jahr 40.000 Euro ein an Umsatz in YouTube und Twitch, wer zahlt das? Ja, er hat ja noch so Spenden für seine Prozesse laufen. Also da spenden ihm ja sehr viele Leute ja. Geld, damit er da weitermachen kann. Aber er sagt, kann. Er geht schon Minus raus, ne? Also er geht ja mit Minus raus, ist ja seine Aussage. Und jetzt hat, glaube ich, Shioka gesagt, er wäre pleite oder wäre arm oder sowas. Und jetzt geht er dagegen vor. Also irgendwann wird es ja dann echt Slapstick. Also der macht sich doch, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, weiß ich nicht, clownesk. Ja, Kafkaesque hat gerade einer im Chat vorgeschlagen als Beschreibung. Ja, und damit sind wir, glaube ich, auch schon bei seinen neuesten Angriffen auf Fabio De Masi angekommen. Ich hatte dazu ja einige Videos gemacht. Ja. Das war eine ziemlich absurde Geschichte. Da hatte Patrik Kaczmarczyk, das ist so ein Ökonom, den ich auch hier auf dem Kanal schon mal zu Gast hatte, mal unter so einem Tweet von Tobias Huch kommentiert. Ich weiß gar nicht mehr, was Tobias Huch da geschrieben hatte. Auf jeden Fall hatte er da so ein altes Bild von Tobias Huch und diesem Artikel, die Zivilisten in Gaza sind nicht unschuldig, der in der Jüdischen Allgemeinen veröffentlicht wurde, unter dem Tweet von Tobias Huch gepostet und da gefragt, ist das ihr Bruder? Tobias Huch war davon gar nicht begeistert und er war davon noch weniger begeistert, als dann der Europawahl-Spitzenkandidat des BSW, Fabio De Masi, das bei sich geteilt hätte und dann ihm vorgeworfen hatte, dass er ja vorhätte, die Bevölkerung Gazas unter Kollektivstrafe zu stellen. Und da wollte er dann ja auch gerichtlich gegen vorgehen. Also ja, da habe ich bisher noch nichts Neues zu gelesen. Also da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Er wollte ihm Fabio De Masi anzeigen, hat er angekündigt. Ja, das ist auch so eine clowneske Art und Weise, dagegen vorzugehen. Es ging, glaube ich, darum, dass dieses Artikelchen wieder hochgekommen ist. Er eine unglaubliche zweite Kritikwelle bekommen hat, nachdem das ja im Januar schon so war. Und er überall geschrieben hat, war ich nicht, melde dich doch an die Autoren, die können dir das erklären und so weiter und so weiter. Und dann hat, glaube ich, dann der Patrik Kaczmarczyk gesagt, ist das ihr Bruder oder was? Oder sind sie das? So nach dem Motto. Und daraufhin hat er ja dann wüst angefangen zu schimpfen und das furchtbar zu finden. Und das ist nun mal sein Artikel. Ja, ob jetzt der Titel von ihm ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Fakt ist, der gesamte Inhalt, den er da verfasst hat, spiegelt A, den Titel wider und B, selbst wenn du den Titel komplett ausblendest und unsichtbar machst, der Inhalt ändert sich ja nicht. Der ist menschenverachtend, der ist widerwärtig, der ist fern von Flüchtlingshilfe, die er ja nun mal mitgeben möchte über seine liberale Flüchtlingshilfe, die er da genau ins Leben gerufen hat. Und das beißt sich halt mit den gesamten Tweets, die er so macht jeden Tag. Das hat mit Menschenrechtsaktivismus in meinen Augen in dem Kontext gar nichts zu tun. Null. So, und jetzt ist ja die Frage, er hat ja großmundig erzählt, dass er Fabio De Masi nicht nur zivilrechtlich verklagen möchte, sondern auch wegen übler Nachrede, Verleumdung, Beleidigung, Volksverhetzung anzeigen möchte. Soweit mir bekannt ist, ist Fabio De Masi als Mitglied des Europäischen Parlaments hat er Diplomatie, also Immunität. Ja, aber die also, hat sie das für den Quatsch aufheben, glaube ich nicht. Erstmal hat er die und zum anderen ist das weder eine Volksverhetzung noch eine üble Nachrede noch eine Verleumdung. Das wird wahrscheinlich, aber ob er ihn zivilrechtlich verklagen wollte, das weiß ich nicht mal mehr. Ich weiß nicht, ob er das geschrieben hatte. Also da. Ich würde mich wundern, wenn er es nicht macht. Ja, wofür? Wofür ist die Frage? Also da würde er nur Geld verbrennen. Also jemanden anzuzeigen kostet kein Geld, jemanden zivilrechtlich. Unwahre Tatsachenbehauptung, ne? Nee, aber jetzt mal aus Kostensicht, jemanden zivilrechtlich zu verklagen kostet Geld, jemanden anzuzeigen nicht. Das heißt, jemanden anzeigen, das ist kein großer Akt, das kann man machen, wenn es jetzt nicht offensichtlich falsche Verdächtigung ist, was in dem Fall, ich bin jetzt kein Jurist, durchaus. Ist ja nicht sein Geld, ne? Wie du schon sagst, seine Community zahlt das dann, ne? Mm.
Ich verstehe auch nicht, warum diese Leute nicht wach werden. Also man muss doch mal drüber nachdenken, wie der Mann agiert und was der so an den Tag legt und wie der auf Twitter schreibt. Also das kann mir doch keiner sagen, dass das normal ist. Also ich persönlich empfinde das nicht als normal. Ich finde das als hochgradig schwierig. Vor allem das Erste, was sofort kam, war diese Frage, was treibt ihn? Hass auf politisch Andersdenkende? Antisemitismus? Also okay, da kritisiert jemand Tobias Hoch. Kein Bezug zu irgendwas, außer nur zu Tobias Hoch. Es war wirklich nur eine Kritik an Tobias Hoch. Es war nicht mal irgendwie Bezugnahme auf die israelische Regierung. Und schon kommt dieser Vorwurf Antisemitismus. Also das ist auch krass. Das ist ja Standard. Also das hat er bei mir auch gemacht. Er hat meine Sprachnachricht verschickt an einen anderen Creator, der mir das dann weitergeleitet hat. Und da sagt er auch, dass ich ihn kritisiere, weil ich Juden hasse. Wo ich mir dann denke, so, hä? Kannst du das nachweisen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ich habe das auch bei Gericht eingereicht, also so ist es ja nicht. Ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen, ne? Und das ist einfach absurd. Also es macht ja generell gar keinen Sinn. Er ist gar kein Jude. Also das heißt, wenn ich ihn kritisiere, dann hasse ich ja nicht Juden. Also wenn du mir das unterstellen möchtest, dann kannst du maximal sagen, ich hasse Tobias Hoch, weil ich ihn kritisiere. Aber ich hasse doch nicht alle Juden, nur weil ich ihn kritisiere. Was ist denn das für eine Aussage? Darf man ihn jetzt nicht mehr kritisieren, ja? Ist das dann die Schlachtung der heiligen Kuh oder was? Ja, ich finde es ja generell schon ein bisschen albern, wie vollkommen universell dieser Antisemitismusvorwurf immer ausgepackt wird, wenn man irgendwas kritisiert, wo das dann reininterpretiert wird. Sei es die israelische Regierung oder sei es Finanzkapitalisten oder irgendwelche NGOs. Also das ist ja jetzt mittlerweile struktureller Antisemitismus. Also da gibt es ja zig Vorwürfe, die ziemlich wenig mit der Realität zu tun haben. Aber Tobias Hoch kommt einfach, man kritisiert Tobias Hoch, zack, Antisemitismus. Also das, Antisemitismus, ja. So sieht's aus. Israel-bezogener Antisemitismus, ganz schnell. Also, ich habe ein altes Video gefunden von vor ein paar Jahren, da war Tobias Hoch noch gar nicht in YouTube-Game drin. Und das war sehr interessant, was er da so von sich gegeben hat, denn das widerspricht vielen Dingen, die er im Stream so über seine Firmen sagt und auch vor allem Dingen, die er so zu seiner Steuervergangenheit sagt. Aber was noch viel interessanter war, ist, dass er gesagt hat, du musst einfach auffallen. Scheißegal, ob positiv oder negativ, Hauptsache, die Leute reden über dich. Hauptsache, du bist in aller Munde. Hauptsache, du kriegst irgendeine Art von PR. Und so kriegst du dann auch deine Follower. Und das macht er aktuell. Man kann das ja jetzt nicht in Abrede stellen, dass er jetzt nicht irgendwie versucht, weekly oder wenigstens monatlich irgendwo anzuecken bei irgendjemandem. Ja, und das scheint ja zu funktionieren. Ragebaiting ist wohl sein aktuelles Ziel. Ja, es ist das Mittel. Es ist definitiv eine erfolgversprechende Strategie, auch dass er sofort auf Angriff schaltet und keinen Fehler einräumt. Ich meine, bei dem Artikel könnte er ja sagen, okay, ich meinte es gar nicht so, das war falsch formuliert, was ich da in diesem ersten Absatz geschrieben habe, der mittlerweile gelöscht wurde, auch die Überschrift, finde ich nicht gut. Aber nein, er kommt sofort mit der Antisemitismuskeule und schaltet sofort auf Angriff. Das ist ein aus politischer Sicht sogar ziemlich schlaues Verhalten, das muss man sagen. Aus strategischer Sicht muss er sich nämlich so für nichts rechtfertigen und er kann seinen Kritiker damit gleich in die Verteidigungsposition bringen. Das heißt, in dem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs, den wir haben, wo seine Seite es ja die ist, die den Ton angibt, die bestimmt, wie über Israel geredet werden kann. Er ist ja auch bei der FDP, also das, er ist ja jetzt nicht schlecht vernetzt. Ja. Da ist diese Strategie absolut erfolgversprechend. Und da ist die, wenn er seine politische Linie durchsetzen will, wenn er selber noch aktiv werden will irgendwie, ist das tatsächlich eine gute Strategie. Das muss man ja leider sagen. Also wir können da jetzt so viel kritisieren, wie wir wollen. Man muss, glaube ich, neidlos anerkennen, dass das politisch schon schlau ist, was er macht. Ja, es funktioniert zumindest, ne? Zumindest in seinem Mikrokosmos funktioniert das. Er muss sich aber dann halt anderen Menschen stellen. Dir, mir, anderen Menschen, die ihn kritisch sehen. Und das sind einige. Also wenn man da mal so guckt, was ihm momentan so auf Twitter und Instagram entgegenschlägt. Also wir distanzieren uns natürlich von jeglicher Form der Bedrohung, Beleidigung und auch Gewalt gegenüber seinen Eltern. Alles andere, was sachliche und objektive Kritik ist, und das ist einiges, muss er sich halt gefallen lassen. Ja, dafür ist er selbst verantwortlich. Er könnte das ja eindämmen, indem er sein Verhalten öffentlich ändert. Das wird aber nicht passieren, weil er dann als Person uninteressant wird, weil dann kein Beef mehr da ist. Und wenn kein Beef mehr da ist, kriegt er keine Follower mehr, also auch keine Kohle. Es ist ein Businessmodell, nichts anderes. Sein Business ist Ragebaiting.
Ich glaube schon, dass er da auch ein bisschen politische Überzeugung hinter hat. Also wenn er nur Ragebaiting machen wollte, könnte er den ganzen Tag Shuyoka-Videos machen. Das ist ja jetzt politisch nicht so kontrovers und da würde er sich nicht mit so vielen Leuten anlegen wie mit dieser Israel-Sache. Na, er behauptet ja tatsächlich, dass der Sugar-Content ihn runterzieht, redet aber jeden Stream über sie, weißt du? Also das ist ja auch ein Widerspruch. Wenn das seinen Content runterzieht, dann halt doch den Mund und rede gar nicht drüber. Gib ihr doch die Bühne nicht, gib ihr die Plattform nicht. Mach's heimlich. Über mich redest du ja auch nicht. Aber Schuk hat halt mehr Follower als ich, also redet er drüber. Nee, ich meine Also das nur ist schon eine deswegen, Masche. dass er deswegen auch Ne? dieses, also dass das, glaube ich, auch politische Ideologie ist, dass man da jetzt nicht nur Opportunismus unterstellen Absolut. kann. Absolut. Und das hatte ich ja gerade Wäre auch gesagt, tragisch. wenn du halt immer auf Angriff gehst und dazu musst du natürlich in der richtigen Position sein, dazu musst du zumindest gesellschaftlich eine gewisse Meinungsmacht haben, dazu muss deine Seite grundsätzlich die Narrative vorgeben. Aber wenn du immer auf Angriff gehst und nie einen Fehler eingestehst, dann ist das politisch sogar sinnvoll. Denn dann kann dich niemand angreifen dafür, das hast du falsch gemacht. Denn wenn der andere sagt, das hast du falsch gemacht, dann kommst du sofort mit irgendeinem Vorwurf und dann befindet sich der andere in der Verteidigungsposition. Das heißt, du kannst den Diskurs immer in deine Richtung schiften. Also viele Leute, die sind ja deutlich selbstkritischer und die sagen, okay, so meinte ich das nicht, die verteidigen sich dann gegen irgendwelche Angriffe. Aber wenn du dich selbst nie verteidigst, also wenn der eine eine sachliche Diskussion will und der andere gewinnen will und immer auf Angriff setzt, dann gewinnt tendenziell der, der immer auf Angriff setzt. So ist es nun mal leider. Ja, aber das werfen mir zum Beispiel die Kobolde von Tobias Huchs Followerschaft auch vor. Da gab es mal einen Typen, der hat mir Kritik entgegengebracht, die ad hominem war und unter der Gürtellinie und unsachlich. Und ich habe einfach nur Nein gesagt, weil ich das nicht akzeptiert habe, einfach nur um den Troll auch so ein bisschen zu füttern. Und dann sagt er: Siehst du bist genauso, wie ich gesagt habe, völlig ignorant und mit dir kann man ja gar nicht reden. Hä? Stimmt ja nicht. Ja, also du wirfst mir unsachliche Sachen vor und ich soll deine Meinung annehmen. Und wenn ich sie nicht annehme, weil es eben unsachlich und Quatsch ist, dann bin ich ignorant. Das macht ja gar keinen Sinn. Und so ticken halt viele dieser Follower. Und ich glaube, die wirst du auch nicht drehen. Ja, du kannst 10 Millionen Videos über die Fehler von Tobias Huch machen. Die sehen einfach, ach, der war mal in Israel und der war auch mal hier und der war auch mal dort. Und das reicht den Leuten schon. Das reicht denen völlig aus, um zu sagen, ja, der ist Experte, den halte ich für einen guten Experten, der macht schon sinnvolle Arbeit. Weiß ich nicht. Also für mich persönlich gehört da deutlich mehr dazu. Und das fehlt halt völlig. Ja, auch seine Flüchtlingshilfe, wenn wir mal darüber reden, die ist ja völlig zum Erliegen gekommen. Da ist ja nur noch Gericht, 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 Abmahnung, 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 Klage, Klage, Klage. Was ist denn mit den Menschen, die seine Hilfe brauchen? Der hängt ja mehr im Gericht rum als in Kurdistan. Also ich finde das nicht in Ordnung. Der soll sich um seine Flüchtlinge kümmern. Dann macht er was Vernünftiges. Ja, also wie gesagt, ich versuche das halt so politisch zu sehen und wenn du das jetzt nicht moralisch betrachtest, sondern dir einfach anschaust, welchen Erfolg hat die Strategie, also Tobias Huch hat durchgängig an Reichweite gewonnen, Ja, das stimmt. er befindet sich halt nicht in der Verteidigungsposition, in der Angriffsposition, weil er, wie gesagt, gut vernetzt ist, weil er auf Seite der gesellschaftlich halt herrschenden Narrative steht, weil er, also er macht politisch einiges richtig, das muss man leider sagen. Ja, in dem Bereich würde ihm das auch keiner absprechen, nur die Frage ist halt, wie langfristig das organisch ist. Irgendwann wird er auf das Plateau kommen und dann ist kein organisches Wachstum mehr da. Dann hat er alle erreicht, die er mit der Art und Weise erreichen kann. Finde ich zumindest. Also ich glaube nicht, dass das ausreicht, um weit über 100.000 Follower zu generieren. Glaube ich nicht. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, das Und er muss ja in den Spiegel gucken, ne? Nicht wir. Ja, wie gesagt, auf der moralischen Ebene würde ich das gar nicht betrachten. Also das. Ja, das habe ich bei dir schon öfter so festgestellt. Du bist da sehr von oben objektiv und Nee, sachlich ich und bin nicht versuchst halt die objektiv. Fakten zu argumentieren. Ich bin nicht objektiv. Ja, Also. ich empfinde das aber so. Ich empfinde dich unter vielen Talks, die ich gesehen habe, als einer der wenigen, zumindest in meiner Wahrnehmung, die versuchen, sich alles anzuhören und jeden Fakt sozusagen einmal durch die Argumentationsmaschine zu drehen, während das andere halt nicht tun. Ja, und das muss man einfach anerkennen. Ich selbst habe ja selbst meine Ressentiments und Vorbehalte. Du hast es ja mitbekommen, diese Shlomo-Platforming bei Hugo, das hatte ich ja kritisiert. Du hattest ihn ja auch schon mal in einem Gespräch. Ich bin aber so reif und differenziert, um zu sagen, das ist deine Entscheidung, wen du in deinen eigenen Stream reinholst, mit wem du redest.
Ich gehe jetzt nicht hin, mache den Zeigefinger nach oben und sage, der böse Agi, du darfst doch mit solchen Leuten nicht reden. Das musst du selber entscheiden. Ich für mich persönlich zum Beispiel würde jetzt sagen, ich würde mit so jemandem nicht reden. Ja, muss halt jeder selber wissen. Das habe ich ja auch gesagt. Aber bei Schlomo fand ich halt, also jetzt, er hat ziemlich radikale Positionen, aber er lässt mit sich sachlich darüber reden. Wenn du ihm Gegenargumente bringst, dann schreit er einen nicht an, sondern sagt, was er anders sieht. Und das ist halt die Mindestvoraussetzung für einen rationalen Diskurs. Und das erfüllen viele Leute auf Twitch leider nicht. Auch diese ganzen Walking Streamer, die jetzt zu Gaza, zu Israel plötzlich eine sehr vernünftige Position zu haben scheinen. Also das hat mich auch überrascht. Also, wenn die nicht so unerträglich wären, könnte man bei denen, dem Thema mit denen auf einen Nenner kommen. Dann könnte man mit denen da sachlich drüber reden und darüber diskutieren, wie man da eventuell ein größeres Bewusstsein für erreicht. Aber die haben einen ja schon 10-mal rechts diffamiert und reden am besten gar nicht mehr mit einem. Also, das ist ja, das ist ja dann da das Problem. Ich warte ja auch jede Sekunde, dass dir oder mir irgendjemand schreibt, dass ich mit dir oder du mit mir redest. So wie das hier der Hugo beim letzten Mal gemacht hat. Basis Fakten, die einfach zugrunde liegen und die du tatsächlich relativ viele im Internet findest, auch von unabhängigen Quellen, dass es da keine zwei Meinungen geben kann, dass das, was Israel da gerade macht, falsch ist. Ja, Kampf gegen Terror oder gegen Terroranschläge oder was weiß ich, ist immer okay. Das ist so eine Art Polizei, da muss jemand was tun. Aber wenn dann so sehr die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird oder sogar gesagt wird, die sind alle Hamas, dann hört es auch bei mir auf. Das hat dann nichts mehr mit vernünftigen Fakten zu tun. Ja. So ist es leider. Jetzt glaube ich noch mal eine Frage zum Abschluss. Streamst du gleich weiter oder? Ja, ich werde gleich weiter streamen, ja. Super.